Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören den Wochenspruch für diese Woche aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Seien Sie herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen, den wir nun gemeinsam mit dem Lied beginnen wollen, Erweckt mich alle Morgen, 452 im Gesangbuch, und wir singen die Strophen 1 bis 3. Leitest mich, Herr, nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich mein Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich all dein Tun verkündige. Oh,
in der Höhe. Die Epistel des heutigen Sonntags steht aufgeschrieben im Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Thank you.
Evangelium steht aufgeschrieben bei Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Deus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Lasset uns Gott loben und ihm danken für die Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Heute gehen wir weit zurück in die Anfänge des Volkes Israel. Wir hören eine Geschichte, die am Anfang dieses Volkes steht, die Geschichte von Abraham und dessen Berufung. Und diese Geschichte steht im ersten Buch Mose, dem 12. Kapitel. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte: Herr, segne an uns dies Wort. Amen. Diese Geschichte, die zunächst sehr unscheinbar wirkt, hat es in sich. Eigentlich ist das, was man hier hört, unvorstellbar. Ein Mann hört den Ruf eines Gottes, den er nicht kennt, und daraufhin verlässt er alles, was ihm lieb und teuer ist, verlässt seine Heimat Ur und zieht in eine ungewisse Zukunft hinein. Und wenn man bedenkt, dass dieser Mann, Abraham, später wird er heißen Abraham, und seine Frau Sarah, zu diesem Zeitpunkt schon verhältnismäßig alt sind, zumindest in einem Alter, in dem die meisten Menschen keine Kinder mehr bekommen, ist das geradezu absurd. Gott, dieser Gott, den er nicht kennt, will aus ihm ein großes Volk machen. Wenn wir uns das vorstellen, würden wir sagen, so jemand ist ein Spinner. Und wenn wir heute so jemanden erleben würden, den würden wir kein Vertrauen schenken. Welcher vernünftige Mensch würde sich so verhalten, würde sich so darauf einlassen, dass er alles verlässt? Diese Geschichte hat es in sich. Aber auch in einer anderen Beziehung hat diese Geschichte es in sich. Hier werden schon die Weichen für die ganze Geschichte Israels gestellt. Und damit auch die Weichen für die Geschichte Jesu. Und weil wir an Jesus Christus glauben, geht diese Geschichte auch uns was an. Diese Geschichte bleibt nicht ohne Folgen für unseren Glauben. Aber welche Weichen werden hier gestellt? Ich möchte heute drei nennen. Erstens, Abraham und seine Nachkommen werden ab diesem Punkt zu einem Volk, das ständig unterwegs ist. Es wird nie richtig sesshaft. Zweitens, Abraham und seine Nachkommen werden ein Volk voller Sehnsüchte sein und bleiben. Sehnsucht wird quasi der Motor ihrer Geschichte sein. Und schließlich, Abraham und seine Nachkommen werden ab diesem Tag in der Gegenwart Gottes stehen. Und in dieser Gegenwart Gottes finden sie Zugang zu Gottes Ewigkeit. Abrahams Nachkommen. Wer ist das? Sind das die Menschen, die ihre Abstammung von Abraham herleiten, ihn quasi am Anfang ihres Stammbaumes sehen? Oder sind das die Menschen, die ihn als einen geistlichen Vorfahren
ansehen, Menschen, die sich in diesem Abraham wiedererkennen. Die Frage ist häufig diskutiert worden. Ich denke, diese Frage könnte sich im Laufe der Predigt klären. Zunächst denken wir daran aber, dass Abraham und seine Nachkommen ein Volk bilden, das dauernd unterwegs ist. Das ist ein wesentliches Merkmal für dieses Volkes. Daher ist es nicht überraschend, wenn heute in unserem Evangelium auch diese Fische auf den Ruf Jesu hin die Netze hinlegen und alles verlassen, was ihnen bis dahin vertraut ist. Diese Menschen verlassen alles, was anderen Menschen Sicherheit und Geborgenheit geben. Das Leben wird zum Wagnis. Der jüdische Philosoph Franz Rosenzweig, er starb jung 1929, hat in seinem Hauptwerk Stern der Erlösung von diesem besonderen Weg des Abrahams geschrieben. Ich finde es auch interessant, das aus der Sicht eines Juden zu hören. Anders als die Menschen, die Abraham in seiner Heimat hinterlässt, anders als die Menschen in seiner neuen Heimat, anders als die Völker um ihn herum, wird dieser Abraham und werden seine Nachkommen nie ein Land richtig besitzen. Sie werden nie ein Gebiet auf ewige Zeiten für sich in Anspruch nehmen können. Selbst das Land, das Gott ihnen zeigt, wird eine Leihgabe sein. Gott schenkt ihnen dieses Land auf Zeit. Und das Land gehört nicht ihnen, diesen Menschen, sondern ihrem Gott. Und wo immer dieses Volk lebt, auch in dem verheißenen Land, werden diese Menschen immer ein Stück weit fremd bleiben. Wo andere sich mit einem Stück Erde identifizieren, dieses Stück Erde als Heimat bezeichnen, wo etwa sie ihr Blut in Verbindung mit einem Boden bringen. Das war damals, als Rosenzweig lebte, sehr weit verbreitet. Da gewinnen Abraham und seine Nachkommen ihre Identität nicht aus irgendeinem Boden, sondern aus ihrer Beziehung zu Gott. Sie werden die Menschen, die auf ihren Gott hören, es werden Menschen sein, die versuchen, Gottes Willen zu erkennen und diesen Willen zu tun. Es sind Menschen, die ihm vertrauen und selbst wenn sie mit ihm ringen, ihn nicht verstehen, an ihm zweifeln, von ihm abdriften, lässt dieser Gott sie nicht los, bis zum heutigen Tag nicht. Und sie können auch nicht ohne diesen Gott die Menschen sein, die sie sind. Gott bestimmt ihre Identität, dieser spezifische Gott. Und das, was für das Land gilt, gilt auch für ihre Sprache. Ja, sie sprechen auch die Sprache Kanaans. Sie können auch diese Sprache, wie ihre Muttersprache. Und doch wird ihre Sprache wegen ihre Sprache des Glaubens immer eine andere sein. Sie werden durch ihr Bekenntnis zu Gott als Fremde auffallen, werden sich dadurch als Fremde ausweisen. Begriffe werden sie anders benutzen als andere. Bestimmte Worte werden für sie teuer werden, werden zu Zeichen und Hinweisen, die anderen zwar hören, aber sie erkennen die Zeichen nicht, verstehen sie nicht, weil sie eine andere Sprache sprechen, sie kennen nicht diese Sprache des Glaubens. Und was für das Land und für die Sprache gilt, gilt auch
in Bezug auf die Zeit. Die anderen, die sesshaft sind, die sich mit einem Land identifizieren und dort ihre Wurzeln geschlagen haben, die werden immer versuchen, den Moment festzuhalten. Die werden nicht wollen, dass sich die Dinge ändern, weil diese Dinge, das Land, die Kultur, in der sie leben, das gibt ihnen Sicherheit, Geborgenheit. Die wollen da stehen bleiben, wo sie sind. Und wenn die Kultur sich wandelt, wenn sie ihre Heimat verlieren, ist es eine Krise sondergleichen. Aber bei Abraham und seinen Nachkommen ist es so, sie sind stets unterwegs. Sie wissen, dass sie auch vielleicht morgen aufbrechen müssen, dass der Ort, an dem sie jetzt sind, keine bleibende Heimat ist. Sie sind noch auf dem Weg zur Heimat. Der Gott, an den sie glauben, ruft sie. Sie verlassen sich. Ein schönes deutsches Wort. Sie verlassen sich auf Gott und gewinnen sich wieder. Sie lassen immer wieder das hinter sich, was für andere von ewiger Dauer sein sollte. Das alles ist typisch für Abraham und seine Nachkommen ab jenem Tag, an dem Gott diesen Abraham berufen hat. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Abraham und seine Nachfahren sind Menschen voller Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem, was Gott verheißt, das ist ihr Leben lang ihre treibende Kraft. Abraham und Sarah werden dorthin kommen, wohin Gott sie führt, und wenn man ihre Geschichte genau liest, bleiben sie an keinem Ort stehen, wenn sie da ankommen. Sie müssen immer wieder ihr Zelt aufbrechen, immer wieder weiterziehen, immer wieder sich an eine neue Gegend gewöhnen. Kaum an dem Ort angekommen, brechen sie zum nächsten Ort wieder auf. Und jener Ort, den Gott ihnen verheißen hat, bleibt ihr Ziel. Bleibt ihre Sehnsucht. Sie werden nie dorthin kommen, wo diese Verheißung in Erfüllung geht. Es fehlt ihnen immer der Shalom, der Friede. Der Friede, in dem sie im Einklang sind mit ihrem Gott, mit Gottes Schöpfung, mit ihren Mitmenschen, mit sich selbst. Der Friede werden sie immer häppchenweise erleben, aber nie in seine Fülle. Und doch, weil Gott ihnen diesen Frieden verheißt, wissen sie, wir sind auf dem Weg dorthin. Das ist unser Ziel. Abraham und seine Nachkommen leben mit dieser Sehnsucht nach Vollendung zu jeder Zeit. Und sie lernen damit leben. Aber das ist mit auch ein Grund, wieso sie sich nie damit zufrieden geben, was gerade im Gange ist, was sie gerade erleben. Deswegen halten sie sich nicht fest an einem Augenblick, sondern sie schauen sehnsüchtig auf das, was kommt. Und gerade das, was dem Willen ihres Gottes entgegensteht, das, was etwa sein wunderschönes Schöpfungswerk gefährdet, wollen sie nicht bestehen und gelten lassen. Das lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Und sie leben und handeln als Menschen, die sich nach dem Frieden mit Gott, nach dem Frieden mit ihren Mitmenschen, nach dem Frieden mit der Schöpfung Gottes, nach dem Frieden mit sich selbst sehnen. Sehnsucht ist der treibende Motor ihrer Lebensgeschichte und auch der Geschichte ihres Volkes. Und doch, und da kommen wir zu dem letzten Punkt,
ist dieses Volk das Volk des Abrahams, seiner Nachfahren. Dieses Volk lebt unterwegs, dauernd in der Gegenwart seines Gottes. Es ist der Gott, der sie ruft. Und es gibt keinen Zeitpunkt, der wichtiger ist als das Hier und Heute. Der Zeitpunkt, an dem Gottes Wort an sie ergeht. Und gerade der Ort, an dem sie Gottes Wort hören, und jene Zeit, in der dieses Wort Gottes ihre Ohren erreicht, dieser Ort und diese Zeit sind ihnen heilig. Das ist heilig, wo Gott uns begegnet in seinem Wort, wo er uns die Zukunft erschließt. Es ist dieses Wort, das das Volk Gottes von den bisherigen immer wieder löst. Es ist dieses Wort, das Gottes Volk immer wieder auf den Weg schickt. Der Mensch, der auf Gottes Wort hört, merkt, wie alles um ihn vergeht. Wie ja das eigene biologische und physische Leben vergeht. Aber wo derselbe Mensch Gottes Wort hört, entdeckt er, ich bin umfasst von Gottes Ewigkeit. Es kommen, was kommen mag. Und das, was andere festhalten, wovon sie sich Zukunft und Sicherheit versprechen, kann man, will man ja vergehen lassen. Es will nicht bleiben. Gott schenkt dem Menschen, was noch im Kommen ist. Und im Glauben an ihn führt er den Menschen, uns Menschen, dorthin, wo unsere Sehnsüchte gestillt werden. Wir vergehen, das erkennt letztlich jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens. Wir verlieren uns jedoch nicht, das erkennen wir, die wir das Wort Gottes hören und diesem Gott glauben. Und nun, liebe Gemeinde, wer sind Abrahams Nachkommen? Sind wir das? Erkennen wir uns wieder in diesem Abraham, der diesen Weg geht, der anderen töricht erscheint? Verstehen wir den Weg, den er geht, wo Außenstehende nur den Kopf schütteln und sagen, wie kann man bloß? Erkennen wir so etwas in uns selbst? Ich denke, liebe Gemeinde, uns ist diese Geschichte gegeben, Juden wie Christen, dass wir uns der Anfänge gedenken. Und wir merken, diese Anfänge, das ist keine ferne Vergangenheit, das ist unsere Gegenwart. Und in dieser Gegenwart zeigt sich unser Gott, und er tut uns eine Tür auf, die uns sonst verschlossen bliebe. Diese Geschichte ist unsere Geschichte. Wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir unserem Gott immer wieder neu vertrauen, wenn wir die Wege gehen, die er uns weist, auch wir sind unterwegs. Auch wir sind voller Sehnsucht. Auch wir erleben hier und heute die Ewigkeit Gottes, die sich auftut durch das Wort Gottes. Amen. Komm, Kinder, lasst uns gehen. Wir singen das nächste Lied, die 393, die Strophen 1 bis 4. Lasst uns gehen, der Abend.
der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Die Kollekte vom letzten Gottesdienst hier in Gneuen am 3. Juli belief sich auf 120 Euro und ist für den Fonds für Gerechtigkeit und Versöhnung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands bestimmt gewesen. Genauer gesagt für Versöhnungsarbeit in Südafrika. Die Ausgangskollekte heute ist für unsere die Ausgangskollekte von dem Gottesdienst betrug 62 Euro. Die heutige Kollekte, die wir beim nächsten Lied einsammeln, ist für die Diaspora-Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes, genauer gesagt für die diakonische Arbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche Rumäniens bestimmt. Rumänien gehört zu den ärmsten Ländern Europas und unsere evangelische Kirche da leistet sehr viel mit ihren kleinen Kräften in ihrem Umfeld und für die ist diese Kollekte bestimmt. Die Ausgangskollekte ist bestimmt für unsere Baukasse. Am Dienstagabend ist um 18.30 Uhr Chorprobe im Pfarrhaus. Am Mittwoch um 18 Uhr Friedensgebet hier in der Kirche und am Freitag um 19.30 Uhr ist Posaunenchorprobe ebenfalls im Pfarrhaus. Das nächste Konzert in unserer Kirche ist am Sonnabend, dem 23. Juli um 19.30 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr. Und die Gruppe Karussell spielt hier in der Kirche. Heute möchte ich auch auf die Bibelwoche hinweisen, die ab Montag, dem 25. stattfindet bei schönem Wetter im Pfarrgarten. Jeden Abend um 19 Uhr bis Freitagabend und es geht um den Propheten Daniel, ein Buch mit 7 Siegeln. Am Sonnabend gibt es ein Spätfrühstück um 10 ebenfalls im Pfarrgarten oder im Pfarrhaus, je nachdem. Und am 31. Juli ist der Abschluss der Bibelwoche hier in der Kirche mit Abendmahl. Aber am nächsten Sonntag ist auch Gottesdienst hier in der Kirche, am 24. um die gewohnte Zeit, 10 Uhr. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied, Vertraut den neuen Wegen, die 395 im Gesangbuch. Thank you.
Herr Gott, himmlischer Vater, nimm gnädig an dies Opfer unseres Dankes, das wir darbringen zu deiner Ehre. Lass die Gaben dir wohlgefallen und segne sie zum Dienst der Liebe. Durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Wir halten Fürbitte und auf die folgenden Bitten antworten wir mit dem Ruf: Herr, erbarme dich. Lasst uns anrufen den Herrn, unseren Gott, der uns Hilfe zugesagt hat in allen unseren Nöten. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Für unsere Erde, die Gott geschaffen hat mit allem, was darauf lebt, dass Gott sie als Heimstatt seiner Geschöpfe erhalte und vor Zerstörung und Missbrauch bewahre. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Für die zerstrittene und leidende Menschenwelt, vor allem für die Menschen der Ukraine, zu deren Heil und Rettung Christus Mensch geworden ist, dass Gottes Friede alles Böse überwinde und Gemeinschaft stifte unter den Völkern. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Für die ganze Christenheit, die Gottes Geist zum Zeugnis und Dienst berufen hat, dass sie mutige bekenne und willige sich denen zuwende, die auf ein Zeichen der Hoffnung warten. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Für alle Notleidenden, die am Leben zweifeln und wieder aus noch einwissen, dass Gott ihnen je nach ihrer Not helfe und sie die Gnade unseres Gottes erfahren. Wir bitten: Herr, erbarme dich. Nimm dich unser gnädig an. Rette und erhalte uns, denn dir allein gebührt der Ehre und der Ruhm und die Anbetung. Dir, Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
wünsche Ihnen eine gute Woche, auch einen schönen Sonntag heute, aber eine gute Woche soll wohl warm werden, hoffentlich nicht zu warm. Bleiben Sie gesund.